Die Bilanz seiner 14-jährigen Amtszeit konnte sich sehen lassen. Mit Adenauers Politik war es möglich, dass die Bundesrepublik in die westliche Staatengemeinschaft zurückkehren konnte und zu einem angesehenen Partner wurde. Die Welt staunte über das deutsche Wirtschaftswunder. In der Bevölkerung war die Demokratie fest verankert. Seine ausgleichende Politik führte dazu, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung mit dem jungen Staat identifizierte. Bei den Bundestagswahlen fuhr er fulminante Wahlsieger ein, 1961 zum vierten Mal. Schon mit dem erneuten Wahlsieg der CDU war klar, dass Adenauer vor Ablauf der Legislaturperiode zurücktreten würde. Im Oktober 1963 endete die Ära Adenauer. Am 19. April 1967 starb Konrad Adenauer im Alter von 91 Jahren. Nur kurz nachdem er in einer historischen Rede in Madrid noch ein letztes Mal leidenschaftlich für ein geeintes Europa eingetreten war.